Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Spurstangen und Spurstangenköpfe exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Spurstange und den Spurstangenkopf an deinem Wagen zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig ans Steuerungssystem herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Du kannst nun den Spurstangenkopf sehen. Die zu entfernenden Teile sind häufig verklemmt. Du kannst sie abbürsten und ein Kriechöl verwenden, um den Vorgang zu erleichtern. Mache mit einem Markierstift eine Markierung zwischen der Schubstange und dem Spurstangenkopf. Du wirst diese später beim Ausbau und beim Wiedereinbau benötigen. Löse mit einem 21er Maulschlüssel die Haltemutter des Spurstangenkopfs. Halte den Spurstangenkopf mit einem 21er Schlüssel fest, damit er sich nicht dreht. Die Kontermutter soll verhindern, dass sich die beiden Teile untereinander verdrehen, was sich auf die Achsvermessung deines Fahrzeugs auswirken könnte. Verwende nun einen Steckschlüssel und einen 17mm Einsatz und löse die Haltemutter des Spurstangenkopfs. Entferne den Spurstangenkopf aus seinem Drehgelenk. Löse den Spurstangenkopf unter Beachtung der Markierung und zähle dabei, wie viele Umdrehungen notwendig sind, um den Spurstangenkopf zu entfernen. So kannst du beim Wiedereinbau die ungefähre Einstellung feststellen. Damit es noch genauer wird, empfehlen wir dir, den Abstand zwischen der Kontermutter und dem Ende des Spurstangenkopfs mit einem Messschieber zu messen. Dennoch musst du nach diesem Vorgang eine Achsvermessung bei einem Fachmann durchführen lassen. Entferne die Kontermutter der Schubstange. Entferne mit einer Zange die äußere Metallklemme vom Schutzbalk der Lenkschubstange. Schneide den äußeren Teil des Balks mit einem Cutter so ab, dass er entfernt werden kann. Entferne den Innenring des Balks. Nimm den Balk heraus. Mit einem Spurstangenwerkzeug oder einem Spurstangenabzieher, einem speziellen Werkzeug für diese Arbeit, kannst du das Ganze problemlos lösen. Dazu schiebst du das Werkzeug bis zum fixen Teil der Spurstange ein und übst dann mit einer Ratsche und einer langen Verlängerung Kraft im Gegenuhrzeigersinn aus. Wenn die Spurstange mit Markierungen versehen ist, löse sie mit einem Schraubenschlüssel. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Teile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neue Spurstange des Stabilisators zur Hand und löse die mitgelieferten Kontermuttern. Bevor du die neue Spurstange einsetzt, trage Gewindesicherung auf, um zu verhindern, dass sie sich zur falschen Zeit löst. Blockiere die Lenkschubstange immer noch mit demselben Werkzeug oder einem Schraubenschlüssel, aber diesmal im Uhrzeigersinn. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Entferne dann das Werkzeug. Nimm dir jetzt den neuen Balk zur Hand. Trage Silikonfett auf den Teil der Koppelstange auf, der mit dem Balk in Berührung kommt. Du kannst die Räder drehen, um den Einbau des Balks an seinem Platz zu erleichtern. Bringe die Klemme, die im Kit mit dabei ist, auf den Balk an. Nun kannst du die Klemme mit dem speziellen Werkzeug oder mit einer Zange verkrimpen. Bringe dann die äußere Klemme wieder an. Schraube die Kontermutter fest bis zur Distanz, die du mit dem Messschieber gemessen hast.
Nimm dir den neuen Spurstangenkopf zur Hand. Setze den Spurstangenkopf wieder ein, bis er an der Kontomutter anliegt. Setze den Spurstangenkopf wieder in das Drehgelenk ein. Montiere die Mutter, die mit dem neuen Teil geliefert wurde, und ziehe sie mit einem 17er Schlüssel fest. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Ziehe die Kontermutter abschließend fest, während du den Spurstangenkopf mit einem 21er Maulschlüssel festhältst, um ihn nicht zu beschädigen. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen. Während dieses Vorgangs greifst du in das Steuerungssystem deines Wagens ein. Eine fachmännisch durchgeführte Geometriekontrolle garantiert die perfekte Einstellung und Funktion deines Steuerungssystems. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!